Das war es nicht. So. Lager verbessern. Cool. Arbeitsplatz. Baue mieses Bett. Haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Ja, so. Mieses Bett. Pahlstrohbett. Cool. Wollen wir auch gleich. Reparaturset. Gebäuden. Okay. Stoff. Und Rüstungen. Okay. Futtertrog. Hier erst bei Stufe 4, dann nehmen wir das noch. Und das. So. Ah, okay, jetzt habe ich eine Kiste und jetzt sammelt er Gegenstände in der Nähe. Oh, fleißiges Perlchen. So. Wir brauchen ein Bett. Nicht genug Material, ein Holz. Ja, dann bauen wir erstmal ein Palbett. So. Du darfst dir selbst dein Bett bauen. Aber der Dicke ist lieb, wenn ich ihm nichts tue, oder? Bist du lieb? Ja, der ist lieb. Ja, das war zu viel. Die Nussum. Da. Verbrauche Statuspunkte beim Maximal zu sein. Ah, okay. Statuswerte. Gewicht. Werte erhöhen. Okay, cool. Wie viele haben wir noch? 2. Ausdauer. Oh, mal so. Bestätigen. Benötigt Feuer erzeugen. Rote Beeren. So, kann ich die schon in der Wartschlange? So. Das können wir auch mal. 18 Arbeitsmenge. Hm. Du machst das schon, Lambal. Level 3? Okay. So. Und B. Mieses Bett. Muss auf einem überdachten Fundament gebaut werden. Auch noch. Da ist ein Fundament.
Oh, mir ist kalt. Ich glaube, ich muss auch was essen. So. Kann ich das roh essen? Nahrung? Okay. Cool. So. Dann so. Objekt im Weg. Gut, dann holt's mal den einfach mal ab. Dann Holzwinde. Und erstmal so ein bisschen Dach. So. Und Dach. Dann eine Tür. Das Lagerfeuer umziehen lassen? Rückbaumodus. So, Lagerfeuer. So. Dann muss ich erstmal mit der Steuerung zurechtkommen. Nicht genug Holz. War schon wieder Holz. Okay. Ich drücke mal die falschen Tasten. Ich glaube, Kleidung wäre auch nicht schlecht, oder? Wann kann ich mir Kleidung machen? Stumpfkleidung. Das klingt doch vernünftig. Normaler Schild. Stoff. Schlingfalle, Alarmglocke. Futterdruck. Ja, das ist wichtig. Und das nehmen wir noch. So. Dann Holz. Es scheitert immer am Holz.
So. Dann. Nochmal an die Ecke einen Futtertrog. Und dieses miese Bett. So. Okay, schon wieder Holz. So, öffnen. Dann legen wir mal die da rein. So. Ach, der Stein wiegt zu viel, ne? So. Geht's dir gut? Next. Oh, schon Level 4. Okay, cool. Handwerk Level 1, Transport Level 1, Farmarbeit. Essensmenge. Fleißig. Okay. Kann ich jetzt auch wieder verbessern? Cool, verbessern. Wow, Pahl-Strohbett. Ja. Das nehme ich. Okay. So. Dann Holz, Stoff. Na komm. So. Cool. Nein, ich wollte es nicht. Ich wollte den Fall nicht. Oh Gott, wie der aussieht. Hui. 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 Okay. Habe ich einen Lammball? Liegt noch ein Pokéball. Ja, mit. So. Komm mal her, du Chicken. Ja. Nein! Ist doch doof. So. Was ist das da unten?
Erstmal das mitnehmen. Palladium. Eine neue Pokebälle machen können. So. Eine Kiste. Goldmünze, Brot. Kleine Palseele. Okay. Mal hier. Du hast Notizen eines Schiffbrüchigen Tag 2 aufgesammelt. Oh, cool. Im Optionsbereich kann man also die Option. Notizen? Okay, Notizen eines Schiffbrüchigen Tag 2. Bei einem Erkundungsspaziergang fand ich eine Sphäre, die ein seltsames blaues Licht ausstrahlte. Ich warf sie beiseite und eine Kreatur, die zufällig in der Nähe war, leuchtete geheimnisvoll auf und wurde scheinbar von der Sphäre aufgesogen. Ungläubig hob ich die Sphäre auf. Die Kreatur formte sich aus dem Licht wieder neu und sah mich grinsend an. Zu meiner endgültigen Überraschung half mir das Wesen sogar, eine Hütte zu bauen, um mich vor Wind und Wetter zu schützen. Ein echter Kumpel in der Not. Ich beschloss, die Kreatur liebevoll Pal zu nennen. Der Insel gab ich passend dazu den Namen Palaga. Palapagos. Jetzt muss ich hier auch noch schwere Wörter aussprechen. So. Einmal mit dem Knüppel drüber. Da geht's tief runter und da liegt Wolle. Wolle kaufen. Was ist das? Aufheben. Sammle Liv Mung Statuette und opfere sie einer Statue der Kraft, um ein Geschick beim Fangen von Pals zu verbessern. Oh, okay. Cool. Cool. Achso, das ist meiner. Entschuldigung. Ich wollte ihn gerade fangen. Kacke. Du kommst da rein. So. Okay. Chicken. Eier legen. Wie ging das nochmal? C? Okay. Ich baue die jetzt nämlich hier drin.